Okay, herzlich willkommen, liebe Zuschauer draußen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich jetzt von den Produktpraxistagen aus Erwitte. Der Bernd und ich, wir befinden uns da oben. Wir haben jetzt heute schon den ersten Tag hinter uns mit ganz, ganz tollen Leuten und die ersten drei Trainings haben wir komplett durchgezogen und möchten aber nicht verpassen, euch unser Thema, das wir selber präsentiert haben, auf diesen Tagen vorzustellen. Denn wir, Bernd, waren zuständig für den Bereich Abgasuntersuchung. Genau, ja, Uwe. Ja, leider für die alle, die nicht kommen konnten, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen machen wir uns heute hier kurz die Mühe und senden das Ganze eben aus der Aufnahme. Uwe. Ja, wir haben uns das Thema Abgasuntersuchung vorgenommen. Was das Wichtigste ist, dass wir unser neues Produkt, den HG4 PCK, vorstellen für Sie. Das heißt, wir haben den PCK live dabei, Bernd. Richtig. Hier steht er und man sieht schon, unverkennbar ein Produkt für die Abgasfamilie von Hella Guttmann. Das heißt, die Formensprache, die Farbe, alles, ich denke, da ist auf den ersten Blick sofort erkennbar, das ist ein Abgasgerät und zwar von Hella Guttmann. Ja, genau. Ich glaube, Bernd, die Abgasuntersuchung oder beziehungsweise das Thema PCK wird uns beschäftigen. Nicht nur uns, auch Sie als Handelspartner natürlich und beschäftigen nicht nur dieses Jahr, sondern nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Ja klar, weil ich meine, einerseits startet das Thema zum 01.01.2023 immer noch verpflichtend für alle Euro 6 Dieselfahrzeuge. Das heißt, da ist ein enormer Fahrzeugpark im Markt, der ab 01.01. dann auch entsprechend geprüft werden muss. Das heißt, ab 01.01. nicht mehr mit dem klassischen HGS DMK, sondern eben dann neu über die Partikelzählung. Ja, und was bedeutet das konkret? Das heißt, wir haben jetzt hier auf dieser Kube den HG4 PCK. Genau, dann gehen wir doch mal kurz ans Produkt rein. Was unterscheidet unser PCK? Naja, unser PCK, als erstes gehen wir mal darauf ein, Messverfahren. Das Thema kursiert im Markt, es gibt verschiedene Messverfahren, für welches haben wir uns entschieden? Wir gehen hier auf das Thema DC, das heißt, wir zählen sozusagen über eine elektrische Aufladung die Partikel, dann über die Stromaufnahme im Nachgang, sodass wir dann auch errechnen können, wie hoch die Konzentration der Partikel im Abgas dann entsprechend bei dem Fahrzeug bei der Prüfung war. Und der Vorteil wäre von diesem Verfahren, weil es gibt ja zwei Verfahren, glaube ich. Ja, das ist einerseits einmal auf jeden Fall mal das für unsere Kunden, glaube ich, Wichtigste ist, das ist das Thema Kosten. Ja, was muss ich an Kosten investieren? Womit erreiche ich das beste Ergebnis? Das heißt, über das Verfahren ist ein relativ von Konstruktionsaufwand fürs Gerät relativ gering gehalten. Das heißt, wir haben ein einfaches Messverfahren, wir haben keine zusätzlichen Verbrauchsgüter. Das heißt, ich muss keine Alkohole oder sonst irgendwas einsetzen, dass ich eben die Partikel zuerst einmal zählbar mache, sondern über dieses Aufladungsverfahren und dann die Stromaufnahme zu messen, ist vollkommen ausreichend, um die entsprechende Zahl an entsprechenden Partikeln im Abgas feststellen zu können. Okay. Hast du mir eine Aussage, welches Verfahren denn genauer ist oder kann man da eine Aussage treffen? Ja, da gibt es verschiedene Aussagen. Ich meine, die zwei Messmethoden unterscheiden sich mal, wo kommen sie her? Also unsere eingesetzte Messmethodik zielt auf die Erkennung von großen Mengen von Partikeln in Abgasen und da sind wir ja dann hernach, wenn wir ganz kurz auf die Anforderungen, gesetzlichen Anforderungen eingehen. Und dann die andere Thematik, die auch noch im Markt eingesetzt wird, kommt eigentlich eher aus der Laborthematik, aus der Labormesstechnik, wo es also wirklich dann heißt, in kleinen Mengen Partikel zu zählen. Aber dazu einfach mal einen kurzen Ausflug in die Gesetzgebung. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass die Fahrzeuge mit Euro 6 eben bei einer Messung auf die Partikelanzahl ein Maximum von 250.000 Partikeln auf einen Kubikzentimeter nicht überschreiten dürfen. Ja, jetzt ist natürlich eine immens hohe Zahl. Was heißt das überhaupt? Wir haben Messungen durchgeführt und das heißt, wenn man heute ein Euro 6 Fahrzeug mit einem geregelten Partikelfilter, das heißt also mit AdBlue-Regelung und so weiter, misst. Und dann stellen wir heute bei einer Messung fest, dass man beim Fahrzeug, das technisch in Ordnung ist, vielleicht in die Größenordnung zwischen 1.000 und 2.000 Partikeln auf einen Kubikzentimeter als Ergebnis kommen,
Das heißt, also wir hören schon mal die Zahl 2000 und wir haben hier eine Grenze für das Bestehen einer AU-Untersuchung von 250.000. Setzen wir dagegen in Messreihen mal analysiert ein Fahrzeug zur Prüfung ein, wo wir wissen, dass der Partikelfilter an sich nicht mehr effektiv arbeitet, dann haben wir im Nu haben wir Partikelanzahlen von 1,5 Millionen. Also man sieht hier schon, in welcher Bandbreite wir uns bewegen. Das heißt, dass ein Fahrzeug, das eigentlich technisch in Ordnung ist, sind wir deutlich unter 10.000 Partikel. Und ein Fahrzeug, das defekt ist, sprechen wir immer gleich mal von einer siebenstelligen Zahl. Das heißt, die 250.000 als Obergrenze für das Bestehen einer AU sind wirklich so gesetzt, dass wir sagen, es geht darum, die Fahrzeuge, die absolut ein System haben, das absolut nicht mehr intakt ist, wirklich zu erkennen und dann eben auszuselektieren. Daher ist eigentlich wichtig, dass wir die großen Mengen an Partikel ordentlich erkennen und das tun wir mit unserem Messverfahren. Jetzt war gerade die aktuelle Frage vom Handelspartner, wäre es denkbar, dass der auch Benzin ermessen kann? Das Thema hören wir immer wieder im Markt, klar. Ist auch diskutiert worden zum Thema Direkteinspritzer im Benzinerbereich. Da wissen wir, dass auch entsprechende Partikel entstehen. Das sind teilweise etwas kleiner, die Partikel, als wir im Diesel erkennen. Das heißt, heute vom Messtechnischen her gehen wir davon aus, dass wir hier auch mit dem TC-Verfahren an keine Probleme stoßen werden. Allerdings ist es die Frage, wie kann man heute so eine Frage beantworten? Es gibt keinerlei gesetzliche Grundlagen für eine bevorstehende Untersuchung an Benzinerfahrzeugen auf das Thema Partikelausstoß. Und ich glaube, es wäre nicht gerade seriös, heute zu behaupten von einem Gerät, wir sind dafür ready, wenn wir nicht einmal die Anforderungen erkennen. Also da halten wir uns einfach zurück. Wir wissen, unser Gerät kann Partikel messen. Wir können auch deutlich tiefer messen als die heute gesetzten Werte. Aber was bei einem Benziner mal dann letztendlich wirklich im Gesetzespapier steht, dazu können wir heute keine Aussage treffen. Die Presse hat in einem Vergleichstest geschrieben, dass es Unterschiede gibt bei der Abgassonde von Herstellern. Richtig, auch das liest man, ja, korrekt. Auch das liest man. Hier mal ein kurzes Beispiel zu unserer Sonde. Wir haben hier jetzt ein robustes Metall, eine robuste Metallsonde mit einer ganz tollen Klemmung. Das heißt, eine Klemmung, die dann von innen in den Auspuff eingeführt wird. Da vermeiden wir zum Beispiel das Bestätigen von Chromblenden oder wenn wir heute Auspuffanlagen haben, die im Heckausschnitt von der Heckschürze sehr eng gefasst sind, wo wir also mit einer Klemmung von außen oftmals schon gar nicht mehr rankommen. Ja, was hat es mit dem Thema beheizte Sonde auf sich? Das ist natürlich eins, wir haben hier natürlich schon eine hochsensible Messtechnik enthalten, in der wir natürlich auch Kondensateinträge über das Abgas natürlich absolut nicht brauchen können. Ja, da gibt es die eine Methode, eben das Thema Beheizen. Okay, wir erhitzen vorne und wir stellen dadurch sicher, dass wir in der Sonde dann letztendlich keinen Kondensatausfall mehr haben. Ist eine Methode, kann man anwenden. Aber aus unserer Sicht hier für die Praxis die Frage, naja, wie standhaft sind solche Sonden? Wir haben hier ein Heizelement vorne in der Spitze eingebaut, beziehungsweise in der Sonde. Wir alle wissen, wie mit Sonden umgegangen wird. Die wird auf den Boden geworfen, die wird dann mal irgendwo eingeknickt. Oder die Schlauchleitung landet mal unterm Rad vom Werkzeugwagen. Das ist alles nicht förderlich. Und wenn wir hier uns dann noch denken, wir haben elektrische Leitungen, ist die Frage, wie lange lebt sowas oder wie oft geht sowas defekt und vor allem, was haben wir dann für Kosten im Ersatz? Ja, aber wie lösen wir das Thema? Ne? Also auch wir wollen natürlich die Messeinheit schützen. Wir gehen hier einen anderen Weg und zwar in der Form, dass wir aus dem Gerät, und dazu mache ich hier einfach mal kurz die Sonde ab, ne? Wir haben hier zwei Leitungen. Und zwar eine Leitung kommt aus dem Gerät mit gefilterter, trockener Luft. Die schicken wir sozusagen durch diesen Doppelschlauch in die Sondenspitze und mischen sie dort der Probeentnahme vom Abgas vom Fahrzeug bei. Und durch diesen Eintrag, dort in einem entsprechenden Verhältnis, wird eben Luft dazugesteuert, wird das letztendlich die Probeentnahme, die dann zur Messbank, zur Messkammer dann läuft, wird entsprechend natürlich deutlich trockener.
hat für uns den Vorteil, dass wir hier einfach robuste Technik einsetzen können, keine Elektrik, keine Elektronik. Das, was wir hier an trockener Luft zumischen, berechnen wir hier hinten dann im Ergebnis von der Messeinheit, sodass wir auch hier dann wieder einen korrekten Wert anzeigen. Das hört sich auch ein bisschen günstiger an als eine beheizte Sonde irgendwie, ne? Ich gehe mal deutlich davon aus. Oh, Bernd, ich selber habe auf der Messe besprochen oder versprochen, dass HG4-Kunden, die investiert haben, bereits keine Fehlinvestitionen gemacht haben. Das bedeutet, das Versprechen war so, dass der bestehende Messkopf weiterhin eingesetzt werden muss bei Fahrzeugen, die älter sind als Euro 6 oder jünger. Und jetzt er den PCK einfach dazu kaufen kann, in welcher Form auch immer, ihn dazustellen und hat so sein Komplettsystem. Haben wir als Herr Gutmann das eingehalten? Das werden wir einhalten. Das ist von vornherein auch Voraussetzung bei der Entwicklung von der PCK gewesen. Das heißt, wie du schon richtig sagst, der alte DMK, der alte Trübungsmesskopf, hat weiterhin auch Verwendung. Das heißt, alle Fahrzeuge, die nicht Euro 6 sind, sondern Euro 5 und darunter, müssen nach wie vor nach der Trübungsmessung gemessen werden. Und Euro 6 Fahrzeuge, ab Euro 6 Fahrzeuge, Dieselfahrzeuge eben mit der Partikelzählung. Das heißt, in Zukunft werden wir unseren HG4, unsere bekannte HG4-Station haben. Wir werden daneben den DMK haben für die Dieseltrübungsmessung und neu dann der PCK dazu als ergänzendes Gerät, um dann an den Euro 6-Fahrzeugen die Partikelzählung durchzuführen. Angebunden an den HG4, noch bekannterweise über Bluetooth, über eine Bluetooth-Verbindung. Ergänzend dazu haben wir auch von vornherein schon mit berücksichtigt, dass wir eine Kabelanbindung sicherstellen. Das heißt, Bluetooth-Probleme gibt es immer wieder mal in Werkstätten. Da gibt es verschiedene Faktoren, die da einspielen können. Und in solchen Fällen gibt es dann eine 8 Meter Kabelverbindung und auf Wunsch sogar eine 20 Meter Kabelverbindung. Da denkt man mal zum Beispiel Einsatz Gelenkwellenbusse, lange Fahrzeuge, wo ich eine Probenentnahme ganz am Ende vom Fahrzeug habe, aber die Anzeigeeinheit eigentlich am Fahrersitz benötige. Das heißt, vertrieblich müssen wir zwei Pakete anbieten am Markt. Richtig. Das heißt, einmal eine Aufrüstung für alle bestehenden HG4-Kunden und einmal eine Komplettversion, wie das am Markt bekannt ist, als Profipaket. Das heißt, HG4 plus zwei Messköpfe. Richtig, genau. So wird unser Portfolio sich gestalten. Das heißt, dass man einerseits Standalone-Messeinheit sozusagen für die Nachrüstung der bestehenden HG4s nach außen bringen und für Kunden, die also komplett neu einsteigen, sei es, weil es zum Beispiel noch Anwender von unseren guten, bewährten GM3 im Markt sind, wovon wir immer noch viele im Markt haben und auch viele Kunden auch heute noch aktiv damit arbeiten, weil sie damals gesagt haben, ich entscheide mich mit einer Neuanschaffung erst dann, wenn ich über die Partikelzählung wirklich Bescheid weiß und mich darauf verlassen kann, wie das sich abbilden wird. Für die Kunden werden wir dann auch die Komplettstation inklusive zwei Dieselmesseinheiten dann anbieten. Okay. Wir haben versprochen auf dieser Tagung, dass wir Sie als Handelspartner jetzt informieren, noch in Q2, also im Quartal 2. Sie erhalten von uns sämtliche Informationen für die kaufmännische Abwicklung. Das bedeutet, wir werden Ihnen Leasingpakete zur Verfügung stellen. Wir werden den finalen Verkaufspreis liefern, Rabattcode und so weiter mit zusätzlichen Produktinformationen. Mit dem Ziel, dass wir unseren Verkauf starten können, Bernd, in Q3. Ja. Weil Ziel muss dann sein, auszuliefern Q4. Richtig. Ende letzten Quartal, sodass dann die Werkstatt loslegen kann zum 01.01.2023, um diese AU durchzuführen. Korrekt. Ich glaube, das war unser kleiner Shot von... Das war mal unser Shot hier von den Praxistagen. Genau. Eins muss man noch dazu sagen, das Thema Auftraggenerierung. Es wird natürlich wie zu anderen Zeiten, als zu solchen Stichtagen Produkte eingeführt wurden, kennen wir alle vielleicht noch aus den AU-Zeiten, früheren Jahren. Es wird natürlich zum Ende dann auch mit Stückzahlen knapp werden. Auch wir sind
der weltweiten Situation ausgeliefert. Wir wissen noch nicht genau, wie es sich entwickelt, aber wir planen feste Stückzahlen. Und natürlich, je früher die Bestellung einläuft, umso wahrscheinlicher und so sicherer ist es, dass der Kunde, der früh bestellt, auch zum Zeitpunkt des Starts zum 01.01.2023 dann auch wirklich ein Gerät in seiner Werkstatt vorfinden wird. Super. Also dann grüßen wir Sie nochmal von diesen schönen Praxistagen und wünschen Ihnen einen, von unserer Seite aus, einen schönen Abend. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns dann wirklich irgendwann wieder in Präsenz treffen können. Dankeschön. Dankeschön.